In der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft in Schloss Stein bei Fähring fand das dritte Eiweißsymposium im steirischen Vulkanland statt. Die Themen des Abends waren Lebensmittel der Zukunft und die regionale Eiweißversorgung. Ja, wir sind als steirisches Vulkanland ausgewählt worden als Pilotregion für Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft, also Modellregion in Österreich. Da haben wir uns die Ressourcen der Zukunft angesehen und haben hier gesehen, dass Eiweiß und eine Eiweißstrategie eine wesentliche Zukunftslösung für das steirische Vulkanland darstellt. Wir sind jetzt im dritten Eiweißsymposium und sehen, dass die Resonanz, das heißt, wir verfüttern viel Eiweiß aus Übersee in unserer Region, dass man das regionalisieren könnte. Mit Fütterungsvarianten hat man auch errechnet, dass wir weniger Eiweiß pro Tier einsetzen müssen, um die gleichen Erfolge zu erzielen. Und die große Strategie ist, dass wir Eiweiß anbauen, Eiweißkulturen anbauen für die menschliche Ernährung, weil die Lebensmittel der Zukunft werden anders aussehen. Die Ernährungsgewohnheiten ändern sich und wir sehen, dass wir pro Hektar wesentlich mehr Menschen viel gesünder auch ernähren können und damit auch einen Schwerpunkt in der Region bilden könnten in der Verarbeitung von Eiweißprodukten für den menschlichen Verzehr, aber natürlich auch für die tierische Fütterung und das in ganz guter und gezielter Art und Weise. In den Fachvorträgen erklärten die Referenten die vielfältigen Möglichkeiten der regionalen Eiweißproduktion. Einen zentralen Stellenwert nimmt dabei die Sojabohne ein. Ein echter Alleskönner in der Nahrungsmittelproduktion. Die Gäste konnten sich bei einem eiweißreichen Schmankerlbuffet, das die Schülerinnen und Schüler der Fachschule gemeinsam mit der Kochbuchautorin und Ernährungsexpertin Elisabeth Fischer vorbereitet haben, davon überzeugen. Das Wichtigste bei den ganzen Themen, die wir heute gehört haben, ist diese Umleitung, praktisch diese Umsetzung der Ernährung über pflanzliche Proteinträger, in unserem Fall heute die Sojabohne, in die Koch- und Esskultur der Menschen. Und wir sind heute in der Fachschule Schloss Stein, die sich eben zentral mit Ernährung und Landwirtschaft beschäftigt, also mit der ganzen Kette des Anbaus bis dann zum Teller. Und wir können heute hier ein Buffet verkosten, das wunderbar vielfältig ist und einzigartig. Und dafür möchte ich der Schule Schloss Stein von ganzem Herzen Danke sagen. Die Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln steigt. Das betrifft sowohl die Gastronomie als auch private Haushalte. Einige Landwirte im steirischen Vulkanland folgen schon diesem Trend. Also die Möglichkeiten sind einmal, dass wir eine Alternative, eine wirkliche Alternative jetzt haben. Wir haben 7% bis 8% Soja im Anbau und regionaler Soja ist gut, wenn er da verarbeitet wird für die Wertschöpfung. Regionaler Soja bringt Stickstoff in den Boden ein, ist wertvoll für die Nachfrucht und Soja hat heuer sogar den Kürbis überholt im Anbau. In der Steiermark ist die Ernährungssicherheit ein wichtiges Thema. Die Landwirtschaftskammer begrüßt daher die Initiativen der Landwirte und unterstützt sie in der Entwicklung ihrer Produkte. Die Landwirtschaftskammer Steiermark versucht hier speziell Leguminosen in der Ernährung, in der Küche zu forcieren, in dem Sinn, dass wir versuchen, hier die Betriebe unterstützend behilflich zu sein, wenn es um Anbau, um Sorten geht, wenn es um Erntemaßnahmen geht und dann auch um die Vermarktung. Mit dem Eiweißsymposium setzt das steirische Vulkanland einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Versorgungssicherheit und Klimaschutz. Naja, es ist so, wir müssen mit geringstem Energie- und Ressourceneinsatz in Zukunft auch unseren Landstrich hier pflegen und hegen. Das geht nur, indem wir uns um neue Strategien bemühen. Und in dieser Zukunftsvision ist vor allem auch diese Zukunftsfähigkeit drinnen, das heute zwar niemand extra gern hören möchte, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, ist Handlungsbedarf, erster Punkt. Und es gibt auch Lösungen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und wir sehen vor allem in dieser Eiweißstrategie einen großen Hebel in der Region, einerseits diese Ernährungssouveränität zu erreichen,
den neuen Trends der Ernährung, auch der Gesundheitspolitik zu folgen, aber auch für das traditionelle Lösung anzubieten, indem wir weniger Säureansatz und diesen aus der Region mit einem geringen Fußabdruck hier die Region versorgen können. Der Abend hat wieder gezeigt, dass der Anbau und die Kultivierung von eiweißreichen Produkten für unsere Ernährung in Zukunft immer wichtiger werden.